Hallo zusammen, wir haben einen herrlichen Kadaver eines Hulocks ausgeraubt, mitgeglaubt, was auch immer. Und geben den jetzt an den hier, denke ich, den jungen Maverick, der braucht doch Hulock-Suppe. Eine Fulock-Rippe! Woher hast du die? Woher schon? Ich hab sie einem Fulock aus den Rippen geleiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du die Suppe zu meinem Zukunfts-Ich bringen? Klar, warum nicht? Aber Vorsicht! Ich glaube, er sucht nach einem Grund, mich feuern zu lassen. Warum sollte er? Das ist doch dann sein Vergangenheits-Ich und dem geht's dann schlecht. Fulock-Suppe, na endlich! Ach, okay, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Verdammt, die war ja sogar ganz passabel. Höre ich da Enttäuschung? Ja, vom Leben. Meine ganze Jugend lang habe ich mal locht, um mir eine Interchange 5 leisten zu können. Jetzt bin ich alt. Anderen das Leben schwer zu machen, ist die einzige Freude, die mir geblieben ist. Und jetzt kriege ich nicht mal das mehr hin. Sei nicht so hart zu dir. Du schaffst das. Sei so gut und bring mir noch einen Nachschlag. Vielleicht finde ich ja dann das Haar in der Suppe, das mich ermächtigt, jemanden feuern zu lassen. Ja, das ist die richtige Einstellung. Nicht alles so mit der Holzhammer-Methode verraten. Ich habe schon verstanden, dass ich das Haar da reinmachen und? Muss. Was sagt er zu der Suppe? Es scheint ihm geschmeckt zu haben. Er will noch eine. Wirklich? Oh, Junge, vielleicht habe ich meine Zukunft doch noch nicht vermasselt. Hier, zum Glück ist jetzt wieder reichlich da. Ja, zum Glück. Herr Ober, da ist ein Haar in meiner Fulock-Suppe. Dann seien Sie froh, dass Sie keine Fukaka-Suppe bestellt haben. Dieser Witz. Jetzt bin ich gespannt. Fulock-Suppe, na endlich! Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt? Moment mal, was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Huch, wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich. Komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar. Solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes haue ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Warum genau stehen Sie? Ganz verstanden habe ich nicht, diese Logik. Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja. Wieso? Na, du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar, ich helfe doch, wo ich kann. Ich hätte jetzt gedacht, dass er immer noch alt sein müsste, naja. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Dann haben wir jetzt unsere eigene Zeitmaschine. Ich glaube, da speichere ich doch glatt mal ab. Man weiß ja nie, was man hier alles kaputt machen kann. Zeitmaschinenschlüssel. Ha, praktisch. Haha, Erfolg! Boah, was ist das alles nur für ein Zeug? Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Klingt ganz gut. Verdammter Butterstampfer! Wie? Motorhaube? Die hat ein Symbol, aber ich kann nichts mit ihr machen. Hallo, Mutterhaube? Verdammter Butterstampfer! Dafür brauche ich nur meine Finger und den Autoschlüssel. Der wäre hier auch recht nützlich. Dafür brauche ich und den... Aber das ist doch ein Bug, oder? Hier, Moment. Ich kann mit der Mutterhaube nichts machen. Ist das wirklich so gedacht? Rocco, kannst du das nicht reparieren? Vielleicht. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Offensichtlich. Ja, da muss ich noch die Erdnussbutter mitmachen, das ist klar. Dann kann ich es vielleicht da einsetzen. Aber, was erzähle ich denn den Erdnüssen? Das ist schon schwer.
Ist der immer noch abgelenkt hier? Kommt schon, gib mir ein Schussfeld. Der ist immer noch abgelenkt. Komisch. Ich... Dann rede ich nochmal mit den Erdnüssen. Na, schaut mal, wer wieder da ist. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Seit wann brauche ich einen Grund? Meistens ergibt sich das im Nachhinein von allein. Ist das zu fassen? Oh, seht mich an. Ich bin ein Zweifüßler. Ich brauche keinen Grund, um Erdnüsse zu essen. Wir wollen den Grund hören. Ist ja schon gut. Für die Liebe. Ja, so die Frage. Wie genau? Ihr habt kein Ding. Mann, ich komm gerne wieder. Für die Liebe ist einfach nicht gut genug. Na, ob die noch gut sind? Man hört. Rita, sag doch mal was. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen an. Ich glaube, das höre ich häufig. Ich sollte. Rufus dankt Ung für Futschpamper. Wohlgesprochen, mein Freund. Auch mir war es ein Pläsier, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ein Pläsier. Also ich glaube, dieser Motor ist noch ein bisschen... Ach, jetzt geht's. Ah, sieh mal einer an. Das war ja dann doch einfach. Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Allerdings gibt sich ein Rufus nicht mit schnöder Butter zufrieden. Ich habe Größeres im Sinn. Gewaltigeres. Ach so. Ja, dann brauche ich halt doch noch die Erdnüsse. Aber Goal sagt mir gar nichts für die Liebe. Ich denke mal, die Sirene ist relativ nutzlos, aber ich probiere es nochmal aus. Oh je, Fuel Locker. Vielleicht ändert sich ja woanders irgendwas. Nö, der ist immer noch da. Na los, zeigt euch! Jetzt kann ich vielleicht die Tonnen wieder ausräumen. Sich die Abwechslung redlich verdient. Wohl nicht. Und... Es waren natürlich keine echten Pfannkuchen, wenn du verstehst. Nicht ganz. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Hier ist auch noch alles okay. Hey. Nö, hier gibt es gar nichts zu tun. Go, erzähl mir was über die Liebe. Und? Können wir dann los? Jetzt nicht. Ich erfahre hier... Es ist wahr. Die dunkle Seite, den... All... The Chronicle ist keine Hilfe. Komisch. Ich rede nochmal mit ich dem Mann. Ich sehe gar nichts. Heda, hu. Ich sagte nicht ablenken. Ich habe einen Eid geleistet. Na und? Ich habe schon so viele Eide geleistet, dass das Gericht extra einen Begriff erfunden hat, um meinen Eid vom Eid anderer Leute zu unterscheiden. Du meinst mein Eid? Nein, mein Eid. Kommt schon, gib mir ein Schussfeld. Kommt schon, gib mir ein Schussfeld. Ich lasse die Brücke jetzt mal unten. Das könnte noch interessant werden. Und hier frage ich mich sehr, was ich dem dann geben kann. Offenbar nichts. Was verpasse ich gerade? Was versehe ich? Übersehe ich? Vince! Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Aber ich kann nichts verändern. Leider nein. Könnte ich denn etwas mitnehmen? Nur, wenn es den Lauf der Dinge nicht verändert. Hm.
Okay, wir bringen ihm seine Portalkarte. Und? War es das Licht? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass dir Zeit. Zeit haben wir ja genug. Es gibt kein... So, okay. Diese Zeitmaschine können wir nicht benutzen. Verdammter Butterstampfer! Weil der Motor kaputt ist. Ich muss doch diese Karte besorgen. Kann ich das nicht mitnehmen hier? Architekt, erzähl mir doch mal was. Es ist offensichtlich, dass er keine Ahnung von der Zukunft hat. Sonst würde er bestimmt andere Klamotten tragen. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Jetzt mache ich nochmal Alarm, ob der dann die Brücke wieder hochklappt. Ich weiß es ja nicht. Oh je. Fuel. Kommt schon. Ja, hat er wieder hochgeklappt. Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuel-Lock-Rudel zerfetzt werden? Irgendwas übersehe ich hier. Irgendwo muss es weitergehen. Hey, Rocco. Howdy, Rufo. Ich muss... Und ich sage nein. Und Familie geht vor. So wird das nichts, Rufus. Yay! Mysteriöse Erinnerungs-Mechronicle! Was? Und? Hast du schon eine Idee? Ich dachte, du hättest eine! Hab ich aber nicht. Und was treibst du dann hier? Du hast recht. Sorry. Immer wieder nett von ihm zu hören. Du benimmst dich sehr merkwürdig. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Ich glaube, das war leicht verbuggt eben. Kommt schon, gebt mir ein Schussfeld. Ich würde das gerade mal ausprobieren. Ah, das bleibt runtergeklappt. Oh, seid ihr, immerhin. Ihr ich rede nochmal mit Chronicle, vielleicht kann er mir irgendwas anderes erzählen. Denk nach, womit könnte man deinen Opa noch ablenken? Socken vielleicht? Ach, herrje! Hast du Hunger? Nein, mein Magen ist noch immer etwas flau. Dir wird schlecht vom Zeitreisen? Das solltest du den Geschichtsschreibern aber lieber verschweigen. Ich glaube eh nicht, dass die noch mit uns sprechen. Immerhin haben wir sie arbeitslos gemacht. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Rauchmelder und Fangnetz. Aha. Ah, wenn man... Erzählst du von unseren... Ja, ich hatte... Erzähl. Ja, ich hatte. Hier gibt's ein. Okay, ich gehe jetzt nochmal ganz logisch alles durch. Skulptur, mit denen kann ich doch nichts machen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also hier gibt's nichts zu tun. Hier gibt's überhaupt nichts zu tun. Hier kann ich mit dem Menschen reden, aber es scheint nichts zu ändern. Da mir McChronicle nicht hilft und ich kann in diesem Gespräch auch nichts anderes auswählen. Mit dem hier kann ich nicht mehr reden, die Tonnen kann ich nicht mehr benutzen, den Hebel habe ich schon runtergestellt. Und hier drüben gibt es auch nichts zum Aufheben. Der Hillbilly gräbt mich an, wenn ich zu nah rangehe. Ist ja schon gut. Und ich habe keine Ahnung, wie ich den beruhigen soll. Ist ja schon gut. Also scheint da einfach nichts zu gehen. Mit Toast jedenfalls nicht. Hier haben wir noch das Bohrloch.
Aber eigentlich habe ich doch alle Optionen probiert. Außerdem, was soll der mit dem Zylinderkopf mit Milch? Der Schlüssel macht auch immer nur Bip Bip. Also muss die Lösung im Diner liegen, richtig? Das ist der einzige Ort, den ich nicht... Aber hier habe ich doch auch alles. Ich sehe alle Voraussetzungen für eine hinreißende Liebesgeschichte. Nur die weibliche Hauptrolle sollte man vielleicht neu besetzen. Ja, sie braucht ein bisschen Liebe. Aber wer? Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Auch mir. Der bedankt sich nur. Der hier erzählt mir nur, ich soll mir Zeit lassen. Und? Lass dir Zeit. Der hier erzählt mir, braucht die Karte vom Bauamt. Ich kann doch hier nichts machen. Was bin ich jetzt hier? Stehe ich auf dem Schlauch? Wer auch immer behauptet hat, die Gastronomie sei ein Gewerbe mit Zukunft, ist ein hinterhältiger Sadist. Na, ob die noch gut sind? Sprechende Erdnüsse. Es gibt Dinger, die krabbeln. Und ich habe noch keine Liebesgeschichte für die. Nee, ich habe keinen Plan. Keinerlei Plan. Bin der Meinung, ich habe tatsächlich alles ausprobiert, was ich hier machen kann. Also werde ich wohl nachschauen müssen, wie es weitergeht. Es wäre dann das zweite Mal nach der Sache mit dem Stern vom Himmel. Weil sonst werde ich hier einfach nur ewig herumlaufen, ohne voranzukommen. Außer vielleicht, der kann mir noch irgendwas zu den Erdnüssen sagen. Glaube ich aber nicht. Hast du schon ein Erdnussbutter-Sandwich auftreiben können? Ich arbeite dran. Das nennst du Arbeit. Glaub mal einer dieser Faulenzer aus dem Dienstleistungssektor. Na gut, ich guck mal nach, was zu tun ist und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann!